So, ich komme gerade von meinem Zeitschriftendealer, wie ihr seht. Heute ist wieder Mittwoch und habe das brandneue und aktuelle Star Wars Bau dein X-Wing Ausgabe Nummer 13 dabei. Und ja, ich lese die Kommentare. Letzte Mal bei Ausgabe 12, da wurde mir ja nahegelegt, ich soll nicht immer so viel jammern, weil ich da so wenig Bauspaß mit habe. Einige haben geschrieben, sie wollen es nicht mehr hören. Die anderen haben geschrieben, ich soll es doch ein Abo machen. Dann kriege ich es aber alle 4 bis 5 Wochen. Ob ich dann ein bisschen mehr Bauspaß habe, naja, aber dafür dann die 4 Wochen nicht. Also werde ich es mal versuchen, nicht zu jammern über den Bauspaß und fange jetzt direkt mal mit an, mit Ausgabe 13 auszupacken. Ja, wie gesagt, auch wenn ich nicht mal auf die Kommentare antworte, lesen tue ich sie auf jeden Fall. Deswegen werde ich mich jetzt in diesem Video mal bemühen, nicht zu jammern. Das ist das Bauteile-Tütchen Nummer 13. Wie ihr seht, sehr viel Kleinzeug, zwei größere Teile. Aber ihr kennt ja meine Videos. Ich fange ja erst immer mit das Magazin an, ein bisschen drin herumzublättern. Es ist ja wirklich schön interessant gemacht, muss man ja echt lassen. Teilweise weiß man alles schon, teilweise auch vieles Neues. So kleine Details, die sind schon richtig witzig. Oh, dann fängt es schon an mit dem Bastelspaß. Das sind die ganzen Teile, die wir hier drin haben. Sehr viel draufstecken wieder. Detailliert aufgezeichnet, wo was hinkommt. Hatten wir ja schon mal die kleinen Rohre überall. Aber hier, das ist wieder ein neueres Bauteil. Ach, eine LED-Lampe ist auch dabei, sehe ich gerade. Die wird von hinten reingesteckt in das Silberne. Dann wird es richtig schön beleuchtet. Ah, es ist schon. Da leuchtet sie, man kann sie testen. Es ist schon richtig interessant, die Baustufe. Davon 4 Stück. Deswegen sind es auch so viele Magazine. Also, das ist jetzt Star Wars Bau dein X-Wing Ausgabe Nummer 13. Und jetzt schauen wir uns natürlich mal die Bauteile an. Ups. Nächste Kammer öffnen oder aufschneiden. So, wie gesehen, zweimal größere Plastikstücke, die hinterher so zusammengesetzt werden. Dann dieses, ja, angehauchte Zahnradteil. Das Transparente und das Silberne, wo die Lampe mit eingebaut wird. Und jetzt seht ihr schon ganz viel Kleinzeug, was wieder zum Draufstecken ist, was wir ja schon kennen. Und da ist sie, die LED-Lampe. Werden wir natürlich auch einbauen und anschließen. Aber jetzt werde ich erstmal alles zusammenbauen. Und deswegen werde ich das Video jetzt mal unterbrechen und sage mal, bis gleich. So, jetzt mal ein kleines Zwischenstück. An dieses Stück, um raufzudrücken, müsst ihr hier hinten verdammt vorsichtig sein, weil es lang, dünn, dass ihr nichts kaputt macht. Also an dieses Stück wirklich verdammt vorsichtig sein. Und jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Schaut es euch mal an. Das Kabel ist perfekt verlegt unter den silbernen Propeller, geht nach vorne, passt. Aber jetzt, der nächste Bauschritt ist ja, komplett zuzumachen. Man sieht den schönen Propeller, man sieht den Antrieb nicht mehr, weil es wird ja komplett zugemacht. Ich versuche es jetzt mal vor die Kamera, vorsichtig. Und dann sieht man gar nichts mehr. Ah. Also, ich werde jetzt das noch weiter zusammenbauen und melde mich gleich wieder und sage deswegen nochmal, bis gleich.
So, habe es nun komplett zusammengesteckt. Ihr seht es ja, den kleinen hier vorne richtig presst dran, dass es nicht mehr auseinander geht. Hier vorne ist auch die Farbzusammenstellung. Naja, ist wünschenswert. Das Graue hier zwischen, das mag ich nicht so, aber es wird ja vielleicht hinterher lackiert. Da muss ich mal drauf schauen. Von vorne drin sieht es so aus. Und jetzt kommt das Allerwichtigste natürlich, der Beleuchtungstest. Oh, wie ihr seht, richtig schön hell. Ich dunkle mal das hier ab, dass man es vielleicht dann besser sieht. Also, ich muss sagen, ja, der Effekt ist auf jeden Fall gegeben. Schaut mal hier an dem Millennium-Falke. Ja. Wie weit das strahlt, das ist schon richtig heftig. Muss man ja echt lassen. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt mal wieder das Licht an. So, also die Beleuchtung ist auf jeden Fall gegeben. Und das sind ja die Flügel. Ihr müsst euch ja dann vorstellen, na, komme ich jetzt natürlich nicht vorsichtig dran. Hier hinten kommt er so rum dran. Wie groß das Ganze wird, weil andersrum geht es nicht, wegen der Größe der Löcher. Das Kabel wird hier durchgesteckt anschließend, hier und hier hinten wird weitergeworfen. Das wird richtig schön heftig. Also, es war diesmal ein interessanter Bauspaß, viele Kleinigkeiten, natürlich dann die Beleuchtung, der Effekt, der ist perfekt. Also, jetzt freue ich mich natürlich auf nächsten Mittwoch, auf Ausgabe Nummer 14. Ihr schreibt mir natürlich jetzt in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr schon so weit seid und wirklich hier vorne bei diesen beiden aufpassen. Das kann ich euch nur raten. So, und jetzt werde ich natürlich noch vorsichtig das Kabel wieder rausziehen, dass kein Strom mehr drauf ist. Und deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.